Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren Ligarennen hier aus der KOTL King of the Leagues. Heute sehen wir das bereits vierte Ligarennen dieser Saison. Es geht nach Saudi-Arabien, Jeddah, eine Strecke, auf der ein Safety Car eigentlich zu 100% vorprogrammiert ist, denn die Fehlerquote hier auf dieser Strecke ist verdammt hoch. Falls ihr die letzten beiden Ligarennen aus der KOTL noch nicht gesehen haben solltet, das war der Saisonstart und das dritte Rennen der Saison, beim zweiten war ich nämlich nicht anwesend. Die habe ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Checkt die unbedingt vor dem heutigen Video mal ab und ansonsten könnt ihr natürlich hier gerne dranbleiben. So, das Ganze hier wurde live gestreamt. Ich hatte einen sehr kommunikativen Teamkollegen, mit dem ich ziemlich interessante Sachen besprochen habe über das ganze Rennen hinweg eigentlich, Qualifying genauso wie Rennen. Und ich habe das heutige Video natürlich wieder so zusammengeschnitten, dass ihr maximal von dieser Kommunikation natürlich auch profitieren könnt. Und an vereinzelten Stellen werde ich natürlich auch nochmal nachträglich was sagen. Falls ihr Bock habt auf solche Videos und mehr davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, um mir das zu zeigen. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei diesem wirklich extrem sehenswerten und spannenden Rennen. Fährst du den hinteren Reifendruck auch höher als den vorderen? Nee, ich habe alles auf Null. Echt? Also alles ganz längs, ja. Okay. Warum? Die Reifentemperaturen sind bei mir so schon so hoch im Rennen. Ja. Also ich bin mit allen vier Reifen nahe der 100 Grad, deswegen ja. Brauche ich den Reifendruck nicht zu erhöhen. Okay. Fährst du auch mit Fanatec? Ja. Ich habe DD1. DD1, okay. Ich habe das Problem, dass ich irgendwie seit heute, seit dem Update, leuchten meine Rev-Lights auf dem Lenkrad nur noch rot. Ja, ist bei mir auch so. Aber was soll das? Moin, Raging Smoke. Ja, also. Mike draußen, Sky draußen, Virtualized hat das Auto zerstört, Ares ist nichts gefahren und Panzerknacker hat, glaube ich, auch das Auto zerstört. Ja. Ja. Wild, sehr, sehr wild. Wilder als wild. Ich bin halt noch ein bisschen am Hader mit dem Reifendruck halt auf der Hinterachse, weil ich hab's halt nicht alles auf Null. Ich hab hinten halt ziemlich mittig. Okay. Also ich hab das Gefühl gehabt, dass ich dadurch im Rennen auf jeden Fall Overheating hab. Und dadurch, dass die Hinterachse ja hier griptechnisch ziemlich wichtig ist, habe ich das ganz runtergestellt. Okay, aber ich kann das ja vorm Rennstart noch ändern, ne? Ja, soweit ich weiß, ja. Okay. Meine Vorderreifen sind sogar ein bisschen zu kalt, glaube ich. Der nächste ist raus, Faso. Also meine Vorderreifen sind im zweiten Sektor auf 90 Grad. Also sollten eigentlich beide sollte reichen. Rein. War aber jetzt schon ein bisschen risikoreich, was ich hier veranstaltet habe. Naja, nee. Bist ja weiter um 20 Hundertstel. Ja. Nee, ich finde auch, dass alles besser ist als in F1 22. Wirklich, also macht viel mehr Spaß hier. Ryuk.
tatsächlich das Gefühl, dass das Fahrzeug nicht so responsive war jetzt in der S-Sektion schwarz-gelb. Ich glaube, ich muss die Hinterreifen wieder ein bisschen erhöhen. Ich hatte jetzt auch am Start der Runde nur 91 Grad oder so. Es gibt's doch nicht, Mann, ey. Ich komme immer auf diesen Curb da drauf. War das schon deine Fast, ja? Das war die Fast Lap. Ich bin hier schon zweimal auf diesen Curb da rausgeglitten. Scheiße. Hast du noch einen Ersatzreifen? Ja, hab ich. Und du müsstest das noch zurück in die Box schaffen. Boah, ey, da muss ich jetzt aber mehr Benzin mitnehmen, damit ich noch eine Runde dranhängen kann, falls ich die verkacke. Scheiße, Mann. Eben kein einziges Mal passiert und jetzt waren wir hintereinander. Sobald du da drauf kommst, ist wie eine Eisenbahn. Ja, ist wie Eisenbahn, da kannst du nichts mehr machen. Warum sind eigentlich alle in der Boxengasse und ich bin der Einzige, der hier rumfährt? Naja, weil noch 3,5 Minuten to go. Die werden jetzt alle rausfahren. Ja. Ja, nail it. Das ist leichter gesagt als getan. Also Turn 1 und 2 war ja gut. Es war ja alles gut bis zu diesem Schienenkörb. Da war dann wieder nichts gut. Alles auf eine Karte, genau. Ja, so fühle ich mich gerade auch. Let's fucking go. Ey, du musst doch selber noch fahren. Hey, ich fahre jetzt gerade raus. Ah. So, jetzt geht's auf die entscheidende Qualifying-Runde. Ah, Mann, ey, habt ihr gesehen, ne? Die schnelle Linkskurve, hätte mir wieder das Genick gebrochen, ey. Die habe ich wieder nicht getroffen. Da habe ich bestimmt 1,5 Zehntel verloren. Boah, der fährt eine 26,6. Damn. Das ist natürlich nicht schlecht. Letzter Sektor, der war nix, ey, der war nix. 2 Zehntelsekunden verloren. Ah, ja, egal. Fünfter Platz ist gut. Ja, kommt hundertprozentig in Safety Car. Turn 1 wird wirklich grausam, Oh ja, das wird grausam. Da also hab ich von P10, das bringt keinen Spaß, Nee, das bringt keinen Spaß. Weil egal, wie viel Platz ich zu den Vorderleuten lasse, dann wird ja von hinten raufgefahren. Ja, ja. Lass am besten gleich am Start alle vorbei. So, es geht los. Wir haben keine Einführungsrunde, denk dran. Ach, okay, ja. Gut, dann. Mal gucken, ob ich hier einen guten Start hinzaubern kann. Flyer an 1, 2 vorbeigehen. Viel Erfolg dir, ne? Ja.
Ja, der ist auf den Schienenkorb gefahren, der Buddha Toast. Da bringt mir alles nichts, ich bin schon fast halbwegs abgeräumt worden. Vier Zehntel verloren in einer Kurve. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Ich möchte gerne mal wissen, was die vor mir gerade hier an IRS rausknallen. Wieso? Naja, weil die so auf der Geraden abdüsen, obwohl ich meine Flügel jetzt nochmal runtergefahren habe. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können und es gibt okay. Keine Pläne für ein Safety Car. Ach, ich bin durch mit dem Spiel, Alter. Was ein Schmutzspiel. So ein Schwachsinn. Was passiert? Die vor mir drehen sich, kann ich ausweichen, kriege noch 5 Sekunden oben drauf, Flügel ab. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Ärgerlich. Das ist so ein Schwachsinn, ey. Okay, alles klar. Nächstes Safety Car auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht raus. Ist das eine Shitshow hier, Alter? Das ist nicht mehr normal. Ja, ich habe immerhin eine Position gewonnen, also. Ja, ich habe durch den Unfall 2 gewonnen, aber sonst konnte ich nicht viel machen. Ja, das Manöver war echt nicht schlecht gerade, also das war cool. Aber ja, jetzt nächstes Safety Car. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Soft-Typ hier reingeht oder ob der draußen bleibt. Ja gut, ich meine, dadurch, dass wir jetzt so dicht zusammen sind, wird er halt alle Positionen verlieren, ne? Es ja, klar. Macht in meinen Augen jetzt gerade keinen Sinn. Nee, ne? Da wäre es gerade eben sinnvoller gewesen. Wie viel Sprit hast du jetzt? Ich habe jetzt plus 0,9. Ja, also wir hätten echt underfuelen sollen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man da überhaupt was merkt. Ob du jetzt plus 1,3 oder 0,9 hast. Das ist, glaube ich, nur in deinem Kopf. Ich glaube, wenn das keinen Unterschied machen würde, dann wird es die Funktion nicht geben. Ja. Ja, das wird eine Medium-Soft-Strategie, ja, denke ich auch. Ich denke mal, der Softrunner vor mir, der wird jetzt, was weiß ich, vielleicht... Er müsste 10, 11 Runden schaffen. Und das wird er schaffen, und dann kann er auf Medium gehen. Ja. Also ich bin jetzt gerade mal bei 18% hinten rechts. Also ich hätte jetzt geschätzt, dass der Softrunner vielleicht 10% mehr hat, 28 vielleicht. Oder glaubst du, er hat noch mehr? Das war ja ein frischer Satz, also. Jetzt wäre das die ursprüngliche Lobby gewesen, wäre das
wäre das schlechter ausgegangen für den Softrunner, weil da wäre ja schon mit 8% ins Rennen gestartet. Ja. Okay, mach dir keine Sorgen wegen des Schadens. Ich habe ein paar Strategieoptionen für dich. Check mal deine MFA. What? Was für ein Schaden? Hat das Chef gesagt? Ja. Er meinte gerade, ich hätte einen Schaden, obwohl ich keinen Schaden habe. Das ist auch ein Fehler, der schon ewig dabei ist. Bestätige. What? Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Okay. Ja, ich habe gerade nochmal extra nachgefragt. Er hat gesagt, keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Also, das heißt ja, dass nichts ist. Nee. Ah, okay. Danke dir, Schwarz-Gelb. Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Virtuelles Safety Car. Boah, ey. Sofort verringern und positives Delta halten. Ach so, okay. Ich dachte schon wieder richtiges Safety Car, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber kommst du ja überhaupt nicht in den Rennfluss rein, ey, wenn andauernd ein Safety Car kommt. Aktiviert. Haben wir überhaupt schon einmal DRS gehabt? Nee, ich glaube nicht. Ja, die Soften von dem, die halten aber noch echt gut hier. Ich sag euch, wie es ist, Mann. Ich sehe die Bremsschilder schlecht wegen dem Namen. Wegen dem Namen über dem Fahrzeug. Das ist echt ein Problem. Hätte das ausstellen müssen. So, was ist das? Wie kann der hier mithalten? Das ist wie... also nicht. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Soll ich jetzt reingehen? Auf Soft? Ich weiß nicht, ob du das sollst. Hey, ich könnte noch ein bisschen warten, sodass du 10 Lap to go hast. Hier der andere hinter mir, der ist ja auf Soft gestartet, der ist jetzt schon die 14. Runde draußen. Ja gut, aber wie viele davon waren Safety Car? Ja gut. 4 vielleicht. 5 ja. Vielleicht.
Gas. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. DRS bekommen? Nee, leider nicht. Schade. Jetzt werde ich aber DRS haben. Ah, hinter mir der Typ, der ist richtig nah. So, jetzt musst du mich vorbeilassen hier. Ja, komm ran. Ja, ich komm. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Ich block so lange ich kann. Jo. Vorbei. Ja. Aber immer erstmal aus dem DRS. Sago konnte ich noch, den Snacks konnte ich noch ein bisschen länger aufhalten. Ja. Okay, jetzt werde ich aber auch aufgehalten hier. Bruder. Vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen.
Alter, wie schnell ist der? Bruder, nein, jetzt bin ich, jetzt habe ich einen Schaden. Scheiße, Mann. Ich kann leider nicht mehr so gut lenken. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ey, haben die alle schon zweimal einmal gepittet oder was, ey? Hier sind Leute, die habe ich im ganzen Rennen noch gar nicht gesehen. Ja, was soll ich da machen? Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen. Was für 5 Sekunden Strafe? Ja, der ist mir reingefahren, der Typ leider. Es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Scheiße. Oh. Fuck it. Aber weißt du was, ey, ich stelle jetzt den Frontflügel. 3 Klicks runter. Dann versuche ich gleich nochmal mit den Softreifen zu attackieren. Ah, mach das. Ah, weißt du was? Ich glaube, die sind während der ersten oder der zweiten Safety-Car-Phase an die Box gegangen, einfach auf hart und sind dann einfach draußen geblieben, weißt du? Ja. Und deswegen waren die alle vor uns. Also vor mir. Vor dir auch, ja. Aber das war jetzt, das war jetzt ein bisschen unnötig hier von dem Kollegen. Ah. Los, los, los. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. What? Was geht denn jetzt? Was? Hier passiert nichts. Zeitstrafe absitzen vielleicht? Nee. Der ist einfach stehen geblieben hier in der Boxengasse. Also ich werde meine Zeitstrafen alle anfechten. Alle, die sie da sind. Das waren nur Schwachsinn. Boah, Alter. Was ist das denn? Jawohl, da sind wir doch. Okay, das könnte jetzt nochmal eine krasse Session werden hier. Oh, komm, let's go. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 3,3 Sekunden. Er ist an der Ecke hängen geblieben. Energie und sollten sie nutzen. Grüne Flagge. Interessantes Überholmanöver.
Ein Streich, gut gemacht. Beeindruckende Leistung. So, letzte Runde jetzt. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist eine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Uff! Okay, das war meine Schuld. Aber es war so eine Berührung. Okay, alles klar. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Fuck, ey, zieh dran, Mann! Nein! Ey, die nehmen mich hier ins Sandwich, ey. Ich glaub das nicht. Ja. Was soll ich da machen? Scheiße. Ah, ey, was ein Rennen, ey. Was ein Rennen. Ja, Mann, ey. Tja, am Ende des Rennens reicht es dann noch für einen 8. Platz. Natürlich, wenn man sich den Rennverlauf anschaut, dann sah das zwischendurch mal besser aus. Das Rennen hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit gegen mich gewendet. Ihr habt gesehen, was alles passiert ist. Das waren so viele Sachen, die ja, mich negativ beeinflusst haben. Aber obwohl es jetzt nicht das beste Ergebnis meines Lebens gewesen ist, war das Rennen auf jeden Fall extrem spannend und vor allem auch ereignisreich. Und ich denke, das könnt ihr unterschreiben. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr das auch so seht. Und falls ihr neu sein solltet auf dem Kanal, lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich persönlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!